Jetzt haben wir natürlich den Säureregen, 70 magisch. Andererseits haben wir hier natürlich verursacht 25%. Ach, Ziel 1 und 2. Okay, vergiss es. Ich mache nur noch alle. Entschuldigung, Entschuldigung. Das, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin verwöhnt. So, la 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 la. Okay, das war das Heilungsbuch. Ein Debuff-Buch haben wir aber nicht, ne? Nutzloses Gebet, in Rage verfallen, tralala. Das haben wir gerade verkauft. Einzeln 99 Heilung plus Buff. Das hätte ich gerne als Party-Ding. Das mache ich nicht als Einzelding, das mache ich als Party-Ding. So, verlassen. Ich hab Rücken. So, dann schauen wir mal. Er hier kriegt das. Er kriegt das Solo-Heilungsbuch. Da brauche ich langsam auch mal bessere Klamotten. Vielleicht kriegen wir ja welche gleich. La 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 la. Kann man das ja nicht tauschen? Ja, sehr gut. Das Meuchelschwert, das Meuchelschwert. Das ist einfach. Ah, das hier ist schon sehr geil mit dem Gift und so. Vielleicht darf der Zwerg das mal ausprobieren, aber der macht so mega Schaden mit seinem Klopper. Macht den Feind aber auch rasend. Und Gift könnte gut funktionieren bei manchen Rassen. Schmiede! So, was haben wir denn da alles? Plus 5. Er hat natürlich plus 3, aber Immunität gegen ohnmächtig werden. Und das möchte ich gerne lassen. Plus 8. Oh, ja. Na, hallo. Das kaufe ich natürlich sofort. Itzhund sozusagen. So, Abwehr 75 gegen Erde. So, physisch. Ach, der kann. Der hat gerade physisch, kann es aber eigentlich gar nicht brauchen so richtig. Vielleicht nimmt er erstmal das da. Also kannst du schon ein bisschen brauchen. Achso, die Klaue kann ich ja eh nicht benutzen. 26 physisch, 48 physisch. Aber hat plus 11 Rüstung. Alter, die hat plus 11 Rüstung. Und verursacht 40 Schaden. Also wir greifen eh nie damit an. Wir rüsten nur den Zwerg aus. Wir greifen eh nie damit an, muss ich zugeben. Aber das macht nichts, weil der Zwerg dadurch mehr Rüstung hat. Und hierdurch natürlich auch. Plus 8. Plus 6. So, er hat momentan. Ich weiß, ich muss vielleicht erstmal gucken, wo wir als nächstes hingehen, bevor ich hier großartig was annehme. Ich gehe erstmal zu der Dame da hinten, weil die seltener da ist, die Eva. Cheat-Modus, der Totenacker. Das Mädchen ist sichtlich nervös. Ach, das ist die Kleine. Hey, hey. Ja, die hatten wir auch schon. Auf dem Totenacker, da sind wir letztes Mal gestorben. Ich habe Angst, da hinzugehen, weil wir da gestorben sind. Andererseits sind wir diesmal natürlich auch anders ausgerüstet. Ich überlege gerade, was wir da immer hatten. Wir wurden oft vergiftet, glaube ich, ne? Ich glaube, wir wurden oft vergiftet. Auf dem toten Acker. Ich schau mal. Ne. Liebe und Freundschaft. Wir sind gegen Gift überhaupt nicht ausgerüstet. Gegen Gift sind wir machtlos. Frag mal bei der Dame da drüben. Trolle, Trollen, beißende Wälder. Hey, ihr Abenteurer. Also, hey, ihr Abenteurer. Ich könnte eure Hilfe in einer delikaten Angelegenheit brauchen. Bevor ich in dieser Stadt landete, wurden meine Ex-Gefährten und ich von ziemlich seltsam aussehenden Trollen überrascht. Sie haben ein magisches Amulett gestohlen und an ein so uraltes Wesen verkauft. Würdet ihr dieses Amulett netterweise wieder in meinen Besitz bringen? Ich glaube, da waren wir noch nie, oder? Ich glaube, da waren wir tatsächlich noch nie. Machen wir einfach. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Es ist auf jeden Fall besser, als gegen Gift zu kämpfen. Passt auf ihr auf und viel Glück. So. Ich schaue mal ganz kurz ins Questlog. Beißende Wälder. Wir kriegen darüber auch keine Infos, ne? Oh, 8 Quests. Und was passiert dann? Okay, Trolle, Trollen, beißende Wälder. Was kann in Wäldern passieren? Man könnte in Wäldern natürlich auch vergiftet werden. Auf jeden Fall, glaube ich, wir kriegen einen Naturschaden. Wir müssten also gegen Erde geimpft sein. Vermute ich mal. Ich weiß natürlich nicht genau. Ich versuche es abzuleiten. Gegen Wasser, gegen Ditte. Er ist gegen Erde. Ich bin gegen Erde.
Hier plus 4 magisch und Abwehr 75 gegen Feuer. Im Wald wird man, glaube ich, kein Feuer erleben, aber die müssten eigentlich anfällig für Feuer sein. Anfällig für Feuer. Vielleicht kriegen wir da aber auch sowas Morchelmäßiges, Gift, vielleicht kriegen wir da auch Gift reingedrückt. Das wäre natürlich nicht so geil. Ich bräuchte dringend Debuffs. Irgendwoher, ich bräuchte dringend Debuffs. Scheiße. Huch, 116 Schaden? Ernsthaft? 134 und damit macht er hier 116? Krass. Und auch Feuerschaden? 78 ist ja nicht so viel. Das sind natürlich auch gar nicht seine Waffen. 124, 134. Lalala, brutale Waffe. Hiermit machen wir die Leute rasend. Ach, scheiße. Ja, wir müssen es probieren. Wir müssen es trotzdem probieren, so oder so. Halt, ich muss ja noch Sachen verkaufen, fällt mir gerade ein. Das alte Schild verkaufen wir mal. Es war sehr schön, aber egal. So, das Bruststück und auch das hier gegen Feuer war sehr schön. Im Wald, Erde. Wir haben nichts gegen Erde. Ich gehe nochmal kurz gucken, ob wir da vielleicht was mit... Haben wir denn nicht irgendwas mit Feuer sowieso schon? Nee, wir haben nichts mit Feuer. Ziel 1 und 2. 25, 78. 79. Verursacht 50% Brandschaden. Nehmen wir das mal vorsichtshalber mit. Ziel 1 und 2. Mal gucken, der die ersten beiden Gegner in Brand setzen kann. Das nehmen wir mal mit und testen das mal aus. Oh, habe ich noch eine Brille? Ja. Setz doch die Brille auf, dann kannst du suchen. So, was haben wir jetzt alles noch? Das Morchelschwert werden wir jetzt wahrscheinlich... Wir werden es wahrscheinlich nie anwenden, vermute ich mal. Wobei das mit dem Gift halt schon... Ich würde es gerne mal irgendwo anwenden. So. Wir ziehen weiter in Richtung beißende Wälder. Ich habe Angst, dass das unsere letzte Station ist. Jetzt ist eh alles zu spät. So. Ein fliegender Polyp. Ich greife den auf gar keinen Fall an. Ich beobachte den nochmal. Aus sicherer Entfernung etwas Zeit vergeht. Ziemlich viel einstecken kann. Eventuell empfindlich darauf reagiert, in Brand gesetzt zu werden. Das schreibe ich mir auch mal auf jetzt. Irgendwann werden wir den bestimmt mal angreifen, aber ich traue mich einmal nicht. Polyp. Effektiv Feuer. Und viel HP. Und wenn hier steht viel HP, dann will das was heißen. Das wird auf jeden Fall mehr HP haben als ein Boss, ein normaler. Ich glaube, da können wir uns jetzt alle umklatschen. Glaube ich einfach mal. Wir setzen die Reise fort. Tschüss, Polyp. War schön mit dir. Ob der ein Achievement gibt? Wahrscheinlich. Oh nein, nicht er wieder. Entstellter Körper. Exorziert ihn. Weißt du was? Wir exorzieren den jetzt. Eure Helden beginnen ein Gebet über Liebe und Gerechtigkeit. Doch plötzlich werdet ihr von einer bösen Anwesenheit gestört. Ach, naja, es ist der Mumpelpriester. Angriffsformation. Goblin-Bischof. Ja, erstmal alle. Runter mit euch, auf den Boden der Tatsachen. So, er kann sowieso nur den hier angreifen. Ich will deinen Kopf. Oh, die teilen nicht viel aus, aber stecken gut ein. Die sind bestimmt unempfindlich dagegen, oder? Ach, Geister können tatsächlich infiziert werden? Infiziert mit guter Laune und Spaß. Ja. So, er wird geheilt für 9. Na, das lohnt sich voll. Vor allem, wenn das Ding da schlüpft. Achso, er ist dran. Okay. Ja, dann debuffen wir wieder fröhlich durch die Gegend. Juhu. Wir sind sichtlich beeindruckt. Oh. Tja, lieber Priester, wie sieht's denn aus? Komm, ich schlachte dich in der Mitte durch. Dann bist du auch tot. Nee, immer noch nicht. Das war ja beeindruckend. Welch eine Darstellung von Talenten. So. Da haben wir unser eigenes Baby getötet. Ich fühle mich schlecht. Leichte Mütze des Scharfsinns. Leichte Mütze der Kompression. Also eine Zipfeilmütze. Und natürlich 3 Heiltränke. Sind geile Tränke. So, weiter geht's. Wir haben keine Zeit. Die Mützen können wir später noch wegschmeißen. Wir müssen die Welt retten. Wir haben ja keine... Was ist das denn? Was ist das?
Error. Was? Was? Ich bin Error. Lasst ihn da, versucht ihn zu beheben. Oh Gott. Ich will von euch nicht erlöst werden. Ich bin Error. Die haben ja gesagt, das könnte alles werden. Also wurde ich eine Störung. Hier gibt's nichts zu sehen. Na gut, setzt man die Reise fort. Error. Der Arme. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug entdeckt. So. Ja, trinken müssen wir nichts. Ich finde es erstaunlich, dass wir in der Stadt nicht geheilt werden. Vielleicht hätten wir ein Bier trinken sollen. So, wir betreten den ersten Raum. Dungeon, beißende Wälder. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier wirklich vergiftet werden und sonst irgendwas. Lassen wir uns überraschen. Ach du Scheiße. Oh, die Musik. Welch Abscheulichkeit, sagt Godfrey. La 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 la, Rusalka, la 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 la. So, dabei, dabei. So. La 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 la, ich gebe alles. Wir singen mit natürlich. Oh, Schaden macht das nicht so viel. Okay, blutend. Wir sollten uns schon mal vormerken, hier wird man verblutet, also angeblutet. Schmeck mein Stahl. Die Axt muss doch mega effektiv sein, ist ja Holz. Eieiei. Ich blute, ach du meine Gute, ich blute. Was? Wir können die also nicht infizieren. Gut, dass wir Feuer dabei haben. Sie scheint auch ein Wasserelement zu sein. Wir haben zum Glück noch was mit Feuer gekauft. Ich kann leider gerade nicht umrüsten. Aber das heißt, wir müssen uns hier durchhäckseln und trotzdem irgendwie... Liko! Ach, okay. Wir müssen Grimli gleich aber mal heilen. Folterung, was? So, vielleicht heile ich Grimli mal erstmal. Lalalalalala. So. Heilendes Wasser. Die Rusalka. Oh, die ist oben ohne. Ich hoffe, ich krieg da keinen Strike. Oh, du geile, heiße Wasserpfütze. So. Dann würde ich sagen, na, ach, oh, der hat eine Katze dabei. Ist ja süß, ich schlag euch beide zu Müs, lalala. So, naja, das scheint nicht so gut zu klappen. Die scheint da ganz immun gegen zu sein. Aber hier gegen hoffentlich nicht. 110, yeah! Säure, Regen, ich kann mich kurz nicht bewegen. Säure, Regen, nutz ich gern zur Körperpflege. So, ciao. Leider, der Infekt wird nicht mehr schlüpfen können. Kommen wir zu meiner geliebten Rusalka, heilendes Wasser. Oh, du bist so wunderschön. Rusalka, tanz für mich. Und stirb. Wird nichts bringen. Fail, da dachte ich mir schon. Und sie heilt sich, sie heilt sich, sie heilt sich auf. Zwerg, der geilt sich auf. Heilendes Wasser bringt dir nichts. Weil du jetzt auf die Fresse kriegst. Lalala, 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 lalala. Die ist immun gegen alles in der Richtung. So, viel Spaß. War schön mit dir. Juhu, glänzender Spieß der Wut. Zerbrochenes Kleid der Neugier. Kluger Bann des Donnerkeils. Verfaultes Leder der Erde. Igittigittigittigitt. Und Heiltränke. Juhu. So, jetzt muss ich selber mal gucken, was wir da eigentlich haben. Was macht das? Ziel 1 bis 3, naja. Plus 3, Abwehr 50 gegen Erde. Wäre jetzt natürlich praktisch, aber wir haben plus 8, Abwehr gegen Wasser, naja. Und hier plus 11 nochmal drauf. Insofern, ich hoffe, das bringt auch was. Es scheint zumindest zu wirken. Also wir kommen relativ gut durch eigentlich. Wir müssen nur bei ihm gerade mal gucken. Vielleicht legen wir das mal ab, weil die eine... Und ich würde mal das hier gerne probieren. Ziel 1 und 2. Vielleicht reicht das ja. Wir testen es einfach mal eine Runde aus. Ich mag die Seuche ganz gerne. Wir testen es einfach mal aus. In Raum 2. Lalala, lalala. Lalala, lalala. Hey, hey. Erstmal den, ja, da kann man gerne sehen, wer ist effektiv und wer nicht, mein Freund. Wir werden gefoltert, ich hau ihn mit der Axt in deinen Kopf, bis er platzt. Oh. Ah, immun gegen Verwirrung. Haha, Gott sei Dank sind wir immun gegen Verwirrung. Das wollten sie gerade angreifen. Hey, ich dachte, 1 und 2, die ersten beiden Gegner. Ja, funktioniert. 104! Ho, ho, ho.
nice. Schneidende Äste. Na, dann schneide ich mal zurück. Schneidende Klinge. Immun gegen Verwirrung. Gott sei Dank sind wir immun gegen Verwirrung. Ich bin so dankbar. So, ich gebe alles. Okay, er brennt, aber bei ihm müssen wir auf jeden Fall Debuff machen. Sonst, die sind immun gegen alles, wenn man keine Debuffs macht. Gut zu wissen. Also immun gegen alles, außer eine Axt im Kopf natürlich. Ciao. La 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 la. Schneidende Äste, schneidende Äste. Da brennen seine Reste. Schlechter Fluch des Eiszapfens. Rostige Kappe der Langeweile. Juhu. Und zwei Heiltränke, da freue ich mich sehr. 311 Hitpoint, 311 Experience Points. Wir müssen doch bald mal leveln. So, hier, trink doch mal ein kleines Tränkchen. Du brauchst noch nicht. Obwohl, weißt du was, komm. Scheiß drauf, sicher, sicher. So, Ziel 1 bis 3. Wäre schön gewesen. Das Ding müssen wir auf jeden Fall behalten. So, das tue ich dahin. Sogar dahin. Damit ich weiß, die behalte ich erstmal. Auch wenn wir dann weniger Inventarplatz haben und mehr wegschmeißen müssen, ist mir egal. Wir sind so aufs Geld, sind wir nicht so angewiesen zum Glück. Und wir gehen gleich weiter. Das mit dem Feuer scheint gut zu klappen. Wir haben nichts mit Feuer sonst in der Richtung, ne? Wir haben auch nur einen Kampfmagier. Das Beben wird ja wahrscheinlich gar nichts bringen. Lalalala, ja, was haben wir denn da? 87%ige Chance. In der Truhe warten Bonbons. Scheinbar verlangt dies nach ausreichend Intelligenz. Oh weia, naja, wir probieren's mal. Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, Barriere gebrochen. Juhu. Belohnung, XP und Jolt und langweilige Andacht des Schutzes. Des Schutzes? Ah, nee, ist aber nicht das. Exorzierender Fetisch des Segens. Beschädigtes Kleid des Feuers. Ein starker Buchband des Eistornados. Verfluchte Haube der Immunität. Erbärmliche Schriftrolle des Zombiebisses. Verfluchter Umhang der Neugier. Leichtes Wams der Anpassung. Ich glaube, wir sind voll. Alter, wie viel haben wir dann gerade gefunden? Plus 5 ist angenehm, aber wird uns nicht viel Kohle bringen. Können wir auch nicht brauchen. Plus 3, ciao. Verursacht zu 80%. 92 Erdschaden. Ziel 1 ist angenehm, aber naja, plus 2 Immunität gegen... Wir sind eh alle immun dagegen. Brauchen wir also nicht. Oh, ich muss mal weiter gucken. Abwehr 50% brauchen wir eigentlich auch nicht. Buchband des Eistornados haben wir, glaube ich, schon. 78 Schaden. Ach nee, wir haben hier Säureregen. Ich bleibe bei einem Element immer. 70 Schaden, aber Ziel alle halt, ne? Hier ist nur Ziel 1 und 2. Theoretisch schön, praktisch. Immunität, lalala, Heilung, plus für eine Einzelperson. 86, 86? Da können wir mal ganz kurz gucken. 116 Heilung, aber dafür mit vollem Schutz. Weißt du was? Das behalte ich jetzt mal hier. Ist eine langweilige Andacht der Schutze. 86 Heilung ist nicht so wie 116, ist mir klar. Aber dafür kriegen wir volles Schild gegen physikalischen Damage. Lohnt sich das? Beim Zwerg eigentlich am meisten. Ich weiß nicht. Langweilige Andacht des Schutzes, mittelmäßiges Gebet der Vita. Ja, komm, wir behalten es einfach erstmal und gehen in Raum 4. Da können wir immer noch weiter sehen. Oh, was haben wir denn da? La 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 la. Scheinbar verlangt dies nach wahrhaftig viel Glauben. Godfrey, wahrhaftig viel. Du bist doch der Gläubigste hier. 77% Chance. Ja, der Geist ist exorziert. Und wir kriegen noch mehr Belohnung und Beute. Um Gottes Willen, schwache Hymne der Gnade. Reinigende Tasche des Segens. Oh, nice. Alter Buchband des Blutdolchs. Ein verstärkter Umhang der Anpassung. Ein langweiliges Gebet des Palladiums. Lächerlicher Morgenstern der Anmut. Schöner Buchband des Bebense. Brennendes Amulett des Mönchs. Ich will das alles verkaufen, aber ich kann es nicht. Wir müssen Sachen wegschmeißen. Und wir sind aufgestiegen, einfach so kampflos. So, 160. 128 und hier, zack, 188. Oh, wow, das wird sehr schön langsam. Das gefällt mir schon sehr gut. Muss ich zugeben.
Aber ich glaube, die beiden behalten wir gegen Brand. Ist natürlich auch gut. Das Ding ist auch nervig. Das sorgt immer dafür, dass man keinen Schaden mehr macht, ne? Heilt ein kleines bisschen und gibt Deckung. Okay. Hm. Umhang der Anpassung. Den brauchen wir eigentlich nicht. Der hat plus 5 magisch, aber der hat sonst nichts. So, wir müssen eh Sachen wegschmeißen. Glauben plus 19 und Abwehr auf Feuer. Wir haben hier aber Glauben plus 20 und Immunität gegen Dingens. Okay, ciao. Ziel alle. Schöner Buchband des Bebens. 74. Was hatten wir hier? Ewige. 87 auf alle. Ja, dann ciao, Buchband des Bebens. War schön mit dir, brauchen wir nicht. Morgenstern der Anmut. 90, naja, Anmut war noch nie so meins. Palladium, was macht das hier eigentlich? Was macht das? Weicht Angriffen mit 50% Chance aus. Ist natürlich angenehm. Ziel 1 bis 3. Ja, nein. Komm, weg damit. Den Heilungsband würde ich gerne noch behalten. Hier, lalala, 16 Heilungsschwache Hymne der Gnade. Ich schaue nochmal ganz kurz vorsichtshalber. Elemente? Nein. Items? Helden? Was? Wo ist denn das? Hier, gesegnet, teilt mehr Schaden und Heilung aus. Ist eigentlich gut. Eigentlich gut. Es ist eigentlich gut, aber nicht gut genug. Plus 3. Kappe der Langeweile, die kann auch weg. Schlechter Fluch des Eiszapfens, werden wir niemals brauchen. So, wir ziehen weiter in Raum 5. Mal gucken, was hier wartet.